Wir kommen zur Bezirksliga Staffel 3. Wir gehen heute zum FC Viktoria Berkesdorf. 17. Spieltag, zweites Spiel der Rückrunde. Wir wollen heute mal eine kurze Bilanz der Hin-Halbzeit und Winterpause ansprechen. Heute ist das Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Wesseling-Urfeld. Durfte eigentlich keine Schwierigkeit bereiten. Mehr dazu und für die Zukunft, was in Birkersdorf noch alles uns in der Rückrunde erwartet, mit dem Sportleiter Willi Kirschbaum. Guten Abend. Guten Abend, Herr Jochums. Ja, gehen wir mal ganz kurz auf dem Spiel von heute, 14:30 Uhr, Witterung durchwachsen, tolle Kunstrasenanlage. Am Ende viele Tore, insgesamt 12 im Spiel und 2 für den Gegner, 10 für die Viktoria. Halbzeit 3:0. Da war das schon alles gegessen zur Halbzeit, oder? Gefühlt schon, zumal wir mit dem 3-0 nicht so besonders gut dastanden. Wir haben so viele Chancen liegen lassen in der ersten Halbzeit, dass das schon fast ärgerlich war. Kurz vor der Halbzeit habe ich noch gesagt, pass auf, bei dem Chancenverhältnis kriegen wir jetzt gleich den Ausgleich rein und dann machen wir kurz vor der Halbzeit noch das 2 und 3-0, was dann wiederum etwas beruhigend war oder auch ist. Ja, aber trotzdem, das alles in der ersten Halbzeit hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ja, der Kapitän heute in bester Verfassung, der Manuel, der hat den Torreigen eröffnet mit einem Doppelschlag in der 15. bzw. 36. Minute. Ist ja auch nicht jede Woche damit zu rechnen. Also der hat noch ein Tor gemacht, was der Linienrichter wohl als Abseits aberkannt hat. Das war ein richtiges Traumtor. Das war also Wahnsinn, wo ich sage, puh, auf Messerschneide, ob es Abseits war oder nicht. Da hätte er fast schon einen Hattrick in der ersten Halbzeit gemacht. Den hat er ja dann in der zweiten Halbzeit, also nicht komplett als lupenreiner Hattrick, aber er hat ja noch sein drittes Tor gemacht. Also Manu war ein sehr wichtiger Faktor heute. Ja, der Kapitän jetzt mit Vorbild voran und der Stürmerstar, der ja schon für die nächsten zwei Saisons wahrscheinlich verpflichtet worden ist, der Nico, 3:0 zur Halbzeit. Was hat man denn da noch groß als Trainer oder als sportlicher Leiter zur Mannschaft rüberzubringen? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Also ich mische mich im Spiel dann überhaupt nicht ein. Was die Trainer dann noch zur Halbzeit eingebracht haben, kann ich nicht behaupten. Ich denke mal, es war positiv, weil es ging ja dann bis zum 8-0 fröhlich weiter. Dann haben die Trainer massivst gewechselt, was ja auch absolut in Ordnung ist. Alle Jungs wollen spielen. Dann bekamen wir durch zwei seltsame Kontersituationen zwei Tore, haben uns noch mal kurz geschüttelt und dann selber noch mal zwei Tore gemacht. Also ich denke, alle Beteiligten haben ihr Ding heute gut gemacht und dass wir zwei Tore kassiert haben, ja, das passiert und ist auch nicht so schlimm. 10-2 zu gewinnen und mit dem Tabellenplatz 6 nach dem Aufstieg sind wir als Verein, bin ich als sportlicher Leiter mehr wie zufrieden. Ja, man kann natürlich stolz sein, dass man solche Offensivkräfte zur Verfügung hat. Der Nico heute 4 Tore, Presley ein Tor, Manuel 2 Tore. Da ist eigentlich die Rückrunde, sage ich mal, in fester Hand bei Birkesdorf. Ja, es gibt leichte Veränderungen. Wir haben einen relativ großen Kader. Da gibt es natürlich Veränderungen, dass Jungs irgendwie vielleicht weg wollen. Da wird vielleicht ein bisschen was passieren. Wir werden den einen oder anderen Neuzugang verpflichten mit den Torhütern. Die Geschichte ist schon ganz klar. Philipp Möller, der immer besser und besser wurde, der auch heute wieder eine tolle Leistung gezeigt hat und sich bis zum Schluss und sich bis zum Schluss korrekt und super verhalten hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war das Verhältnis super und klar, dass er nach Sportfreunde geht. Und wir holen jetzt auch Max Rogge vom 1. FC Düren 2 zu uns. Das ist alles schon in trockenen Tüchern und alles geklärt. Und ja, da gibt es kein böses Blut, da gibt es kein böses Wort. Das ist so, wie es im Fußball laufen sollte. Ja, 26 Punkte, 17 Spiele als Aufsteiger, Platz 6. Man ist mittendrin und man hat auch den Drang, vielleicht den einen oder anderen Punkt noch da oben in den nächsten Spielen der Rückrunde nach der Winterpause zu holen, dass man sich vielleicht noch unter die Top 5 qualifiziert. Ganz ehrlich, also wir werden schon ein bisschen was noch versuchen in der Winterpause. Wir werden keine riesen Dinge umsetzen können, aber
Falls wir unter die ersten vier kommen könnten, werden wir das versuchen. Wird nicht ganz einfach und muss auch nicht wirklich sein. Wenn es zum Schluss der Platz 5, 6, 7, 8 ist, wären wir auch zufrieden. Aber es wäre schade, wenn wir nochmal nach unten reinrutschen würden. Ja, Willi Kirschbaum, der sportliche Leiter, mit einer kurzen Bilanz zum heutigen Spiel und die Aussicht für die Rückrunde, dass sich in Birkersdorf noch einiges verändert. Wir sind heute zu sagen. Vielen Dank, schönen Abend und alles Gute. Danke, gleichfalls wünsche ich Ihnen auch.